Ja, hallo und herzlich willkommen zum Frankfurt Let's Play. Und zwar heute auch mal wieder ein bisschen anders alles. Nicht die bekannte Folge immer dienstags, sondern etwas später im Verzug. Ganz einfach der Grund war, dass ich erstmal gedacht habe, ja gut, ich bin ja die Woche wieder arbeiten. Und dann nehme ich die halt einfach nach der Arbeit mal so auf. Keine Chance, ich finde, es war einfach zu warm. Wir haben auf Arbeit leider auch keine Klimaanlage, nichts. Und da war der Tag schon ziemlich schlauchend und dann war ich um 20 Uhr dann immer zu Hause. Und war wirklich so durch. Ich habe keine Aufnahmen mehr gemacht. Ich habe mich noch nicht mal hingesetzt und privat gezockt, bevor ich im Bett war. Deswegen kam da nicht wirklich was. Und ja, dann, wie gesagt, heute herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge, muss ich dazu sagen. Zur 50. Folge. Und ich finde es auch schön, dass das nach wie vor Anklang findet, dass man das nach wie vor sehen möchte, das Let's Play. Deswegen geht es auch schon so lange bei mir. Und deswegen heute auch erstmal recht herzlichen Dank an alle. Na, klar. An alle Abonnenten und alle, die das Let's Play und auch die anderen Let's Plays bei mir schauen. Finde ich klasse, finde ich schön. Und ja, dafür erstmal herzlichen Dank. Und was erwartet uns heute? Heute erwartet uns einfach eigentlich nur ein bisschen eine längere Folge mal. Wir haben jetzt noch vor der Winterpause zwei Spiele vor der Brust. Die werden wir auf jeden Fall spielen und dann werden wir mal so ein bisschen in die Winterpause reinschauen. Da werde ich es diesmal auch nicht so machen, dass ich alles überspringe und euch eine Zusammenfassung gebe, sondern wirklich, wir gehen das alles mal durch. Wer sich das nicht angucken möchte, der guckt halt nur die beiden Spiele. Alles Gute. Alles gut. Und wenn jemand das sehen möchte, dann bleibt er einfach dran. Werde ich also angehen. Was in der Winterpause auf jeden Fall stattfinden wird, ist eine Leihe von Jan Schröder und auch von, wo ist er denn? Gianluca Schäfer. Die beiden möchte ich wirklich gern verleihen, damit die sich entwickeln. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht vor, irgendwie neue Spieler zu holen. Denn ich möchte erstmal mit dem Material weitermachen, was ich bisher habe. Die müssen sich alle immer noch so ein bisschen einspielen und einarbeiten. Auf der Stürmerposition brauche ich definitiv nichts machen. Da überlege ich sogar, ob ich noch wen verleihe. Weiß ich allerdings noch nicht. Awusi würde sicherlich davon profitieren. Ne? Aber wenn ich Schröder sage ich schon, Schäfer verleihe, kann es sein, dass Awusi auch ein bisschen mehr gebraucht wird. Ich weiß es nicht. Ja, Noah Venue, das ist eigentlich sogar bald schon jemand, den ich eher komplett abgeben würde. Obwohl er halt beidfüßig ist, was halt auch immer viel wert ist. Und er ist erst 17, aber halt sein Potenzial ist halt auch schon runtergegangen. Mal sehen, vielleicht verleihe ich ihn nochmal und dann mal gucken. Wo ich auch gerne mal drauf gucken möchte, dann in der Winterpause sind die ganzen Verträge, die dieses Jahr, also diese Saison auslaufen, Ende dieser Saison und Ende nächste Saison. Und da gibt es einige, wie man hier sieht. Und da will ich mal schauen, was wir alles verlängern können. Und wo dann die Zeichen auf Trennung steht. Ja, so viel dazu. Und dann geht mal wieder das leidige Thema des Ladens los. Das werde ich vielleicht auch mal rausschneiden. Wieder. Ist, glaube ich, immer ganz angenehm für euch. Ja, deswegen würde ich sagen, hier mal ein Cut und dann sind wir gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Und zwar steht jetzt einmal die Auslosung für die UEFA Champions League bevor. Und da werden wir mal schauen, wo wir landen werden. Ja. Wen wir als Gegner kriegen werden. Und da gehen wir jetzt mal rein.
Das finde ich, hat man wirklich schön gemacht in dem Spiel jetzt. Dass man wirklich die Auslosung so ein bisschen, ja, so ein bisschen greifbarer gemacht hat und nicht einfach nur so plump da hingestellt hatte. Und dann schauen wir mal. Beginnen wir mal das Ganze. So, Man City. Ich möchte jetzt nicht unbedingt gleich schon gegen Man City oder so ran, aber hier gibt es halt keine leichten Gegner mehr. Wer auf jeden Fall nicht gegen Man City spielen kann, ist Barcelona und Liverpool. Wer wird's? Oh, toll. Hey, wir sind gleich im ersten Spiel drin. Also wir müssen gegen Man City ran. Das wird auf jeden Fall knackig werden. Ja, ist es hier, das ist auch mit dabei. Okay. Ja, das Ganze mal ein bisschen schneller jetzt ablaufen lassen. Wir wissen ja, wo wir sind. Wer ist das hier? Das muss ran gegen Milan. Gegen den AC Mailand. FC Porto muss ran gegen. Gegen wen? Können nur gegen Leipzig nicht spielen, ansonsten ist alles offen. Gegen Liverpool. Das mit AS Rom gibt es sicherlich schon wieder ein Update. Ich werde es jetzt, wurden sogar gleich gewählt. Ich werde das jetzt nicht mit reinpacken. Wir können uns das, glaube ich, denken, was sich dahinter verbirgt. Die AS Rom. Die müssen gegen Leipzig ran. Beziehungsweise Leipzig muss gegen AS Rom ran. Der BVB ist immer noch nicht gezogen worden. Atletico Madrid können nur gegen Bayern und gegen Neapel spielen. Mal sehen, wen sie kriegen. Sie kriegen den FC Bayern. Bayern also gegen Atletico. So, Chelsea. Wen kriegt Chelsea? Bei Chelsea kann jeder noch hin. Und es wird Neapel. Spiel Nummer 7. Kann es ja eigentlich nur Juve oder Dortmund sein. Der BVB ist es geworden. Und der BVB kann gegen Real oder gegen Barcelona antreten. Na super. Gegen Real. Irgendwie auch so ein Match, was öfters mal kommt. Allgemein, Dortmund wird oftmals gegen Real gezogen, wenn sie noch dabei sind. Und Juve sollte dann folgerichtig gegen Barcelona auftreten. Und so ist es. Wir spielen also gegen Man City. Und sind ja jetzt auch im Achtelfinale. Letztes Mal waren wir auch im Achtelfinale und sind dann, glaube ich, ausgeschieden. Ja, Man City ist der Finalist von der vorigen Saison. Von daher ist da echt Vorsicht geboten. Ne? Ja, das wird aber auch ein sehr, sehr schweres Spiel werden. Naja, gut. Ja. Gucken wir mal noch AS Rom gegen Leipzig. Gucken wir mal kurz rein. AS Rom war das letzte Mal gar nicht qualifiziert. Was? Wir haben schon mal gegeneinander gespielt. Oh, okay. Sehr nett. Man City ist aktuell nur Dritter in der Liga. So, bei Bayern, wie sieht's hier aus? Haben wir also in dem Spiel zumindest jetzt noch nie gegen Atletico gespielt. Starspieler ist Alfonso Davis. Okay.
Allgemein, letztes Jahr war ja die Deutschen waren ja die deutschen Vertreter, glaube ich, gar nicht irgendwie in der Champions League vertreten in der K.O.-Runde, sondern nur in Gruppenphase. Nur wir haben es irgendwie ins Achtelfinale geschafft. Und hier, ja, schade, dass Bellingham uns verlassen wird, also den BVB. Ja, so sieht's halt so aus, ne? Wir haben jetzt noch so ein bisschen Ladezeit zum Simulieren, deswegen gehe ich hier mal raus und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und zwar haben wir jetzt einmal Leverkusen vor der Brust. Ist auch einiges passiert in der Pause. Gehe ich gleich drauf ein. Ja, rechnen alle mit einem Unentschieden und halten aber auch einen Sieg für möglich. Es wird auf jeden Fall nicht so ganz so einfach. Und zwar hat sich einmal leider Gottes Heizenberg verletzt. Der wird 3 bis 4 Wochen, 2 bis 3 Wochen ausfallen. Ist uns in der Rückrunde also erst wieder, ja, steht uns zur Verfügung. Vitor Roque macht erfreuliche Fortschritte. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir haben noch mal einmal ein bisschen die Nachwuchsrekrutierung gestärkt. Ich wusste gar nicht, dass wir so schlechter sind. Anton Stach ist wieder zurück. Den lasse ich jetzt allerdings noch mal nur auf der Bank, beziehungsweise lass den so ein bisschen in den Nachwuchsmannschaften ein bisschen ran, damit der da ein bisschen Spielpraxis wieder zurückerlangt. Ansonsten hat sich leider auch, wenn ich jetzt die Nachricht hier irgendwo finde, genau, Junior Awusi verletzt und er fällt auch ein bisschen länger aus. Ich hätte ihn halt gerne jetzt verliehen in der Pause. Je nachdem, wann er wieder fit wird, das auch passieren. Ist halt schade, weil ihn möchte ich wirklich verleihen. Der ist erst 17 und ja, er leidet halt schon drunter, dass er nicht spielt. Ne? Das sieht man hier. Und deswegen müssen wir da unbedingt handeln, weil der ist gut. Der ist wirklich nicht schlecht. So, dann gehen wir aber mal ins Spiel, beziehungsweise erstmal schauen wir, wie wir so auftreten. Mit welcher Elf wir da reingehen. Leverkusen steht aber in der Tabelle auch nicht so gut da aktuell. Ja, maximal 45 Spielminuten empfohlen. So, Touré ist verletzt. Dafür spielt Gazi Begovic, auch wenn er von der Moral her nicht so gut drauf ist. Das andere kann eigentlich so bleiben. Nein, natürlich nicht. Ja, bin ich blind? Ach, hier ist er doch. Und wo haben wir einen? Auge kann auch wieder spielen. Obwohl ich eigentlich Rocke sogar jetzt auch kein Problem damit gehabt, ihn spielen zu lassen. So, dafür nehmen wir mit auf die Bank. Wo ist er denn? Ach, ganz da unten. Okay. So einen Stach hätte ich gerne wieder mitgenommen. Jan Schröder. Mir fehlt immer die Entscheidung, dann wen ich dann zu Hause lasse, immer ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwer. Entweder Götze oder Kamada bleibt draußen. Ach, was jetzt? So.
Die fahren sowieso alle nicht mit. Das ist nur für die Champions League dann. Da haben wir ein paar mehr Plätze. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Moment, ich habe gar nicht am Sturm geguckt. Oh, das kann so bleiben. Das ist okay. So, auf geht's. Oh, Andrich hat gleich mal den Ball verloren. Oh, das war böse. Oh, die schalten aber schnell um. So, jetzt mal ein bisschen Raum, aber. Oh, Ebimbe. Oh, das war eng. Das war eng. Aber Leverkusen ist eigentlich voll im Spiel drin. Das ist nicht gut. Boah. Ja, Diaby ist auch so einer, den würde ich mir am liebsten auch holen. Das Problem ist nur, erstens bin ich jetzt auf der Seite gut besetzt und zweitens ist er definitiv zu teuer. Uiuiui, bald klingelt's. Lange dauert das nicht mehr, wenn die so weitermachen. Bayer ist definitiv besser im Spiel drin als wir. Ah, und da ist es passiert. Ja, es ist leider passiert. Es hat sich hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass heute kein guter Tag wird. Nein. Wieso lobe ich die jetzt? Oh, Mann, ey. Hey, ihr habt ein Gegentor gekriegt. Klasse, Mensch, perfekt. Oh nein, ey. Oh Mann. Wenn man zu lange überlegt und zu schnell klickt, dann passiert sowas. Gott, die werden gleich alle ziemlich deprimiert sein. Ja. Oha. Meine Spieler denken sich jetzt bestimmt auch, was habe ich nur geraucht? Oh, ich bin da. Ein Anzeichen von Torgefahr. Was war das denn? Mach
Marcos Leonardo. No. Ja, sehr schön. Nur da wird leider nichts draus. Da ist Ibimbe frei. Jawohl, den hat er auch gesehen und gefunden. Ach komm, das war doch kein Foul. Ah, also wir sind nicht so sehr gut im Spiel drin, würde ich sagen. Da müssen wir ein bisschen was tun noch. Kabine. Schöne Ballannahme. Oh, schlechter Pass. Ja, Parisi hat jetzt gelb, der kann auch nicht mehr so richtig reingehen. Gerade gegen Diaby ist das nicht gut. Ui. Ah, Konter wird nix. Oh, das ist ein Elfmeter. Das ist ein Elfmeter. Ja. So, wäre auch langweilig, wenn es leichter wird, ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall mal Parisi rausnehmen, weil wenn der gelb hat, ist das nicht so geil. Ach Leute. Ah, das Spiel ist gelaufen. Das Spiel ist gelaufen. Lindström, Alter. Smolcic lässt sich da auch wirklich den Ball so dumm abnehmen. Jetzt mal ein bisschen Platz, aber es ist wieder viel zu langsam alles. Oh, Junge, 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 ey. Also 4 zu 0 und nach der Leistung ist das auch völlig verdient. Das ist nichts, was die hier auf den Platz bringen.
lassen sich so leicht ausspielen, ey. Das ist unfassbar. Ja, da weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Oh mein Gott, ey. Was die hier zurechtspielen, das geht auf keine Kuhhaut, ey. Es war wirklich auch mit 5-0 war das hochverdient, dass die so hoch verloren haben. Unfassbar, würde ich sagen. Somit fallen wir wieder von unserem 5. Tabellenplatz auf den 7. Oh Mann, also so kommt man auch nicht dann am Ende in die Champions League. So, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle wieder einen kleinen Cut. Wegen der ganzen Ladezeit und sehen uns gleich wieder. Oh, willkommen zurück. Und zwar, es ist jetzt so, dass wir gegen Hertha BSC spielen. Die ein bisschen Überraschungsmannschaft jetzt der Hinrunde. Denn die stehen auf Platz 4, standen zwischenzeitlich auch mal auf Platz 3, glaube ich. Sind also relativ stark hier unterwegs. Und es gibt auch mal wieder Neuigkeiten zum Personal. Und zwar, Ebimbe fällt mit einer Krankheit aus, Grippe. Und Daichi Kamada, ich finde es jetzt gerade nicht so richtig. Daichi Kamada wird länger verletzt sein. Ach, wir haben es ja hier auch stehen. Wird wahrscheinlich für 4 Wochen ausfallen. Auch nicht so geil. Ah, es begleitet uns gerade so ein bisschen, die Verletzung. Und eine Sache zum Personal ist auch noch zu sagen. Der liebe Herr Gazi Begovic wird jetzt eine längere Pause bekommen. Denn nach dem letzten Spiel, was ja echt nicht gut war, von allem eigentlich, habe ich auch einigen einen Einlauf gegeben. Mache ich immer, wie man weiß. Wenn sie nicht gut spielen, dürfen sie das auch gerne mal wissen. Und Gazi Begovic meinte zu mir so, ja, ich soll mir noch mal meine Augen putzen oder so in den Dreh. Und seine Leistung war herausragend, hat er gemeint. Zu mir habe ich jetzt das falsche Spiel gesehen. Und guck mir noch mal das so ein bisschen an. Und ich finde, so herausragend ist eigentlich auch was anderes, ne? Und ja, ich wollte ihn jetzt nicht mit Transferliste drohen. Hab's dann zur Kenntnis genommen.
Hab ihn dann auch für eine schlechte Leistung bestraft. Davon war er auch nicht begeistert und deswegen setzt er jetzt einfach mal ein bisschen aus. Das tut den Jungen, glaube ich, ganz gut. Wenn sowas nochmal vorkommt, landet er auf der Transferliste. Definitiv. So, Ebimbe muss raus. Er ist verletzt. Dafür kommt Götze rein. Ja, wir haben ja ziemlich viel mit Verletzungen gerade zu tun und zu kämpfen. Parisi ist auch gesperrt, deswegen spielt jetzt mal Schröder wieder. Und ich würde sagen, gehen wir es trotzdem nochmal so an. Ach so, und es gab noch eine Nachricht hier in dem Spiel. Und zwar, mal sehen, vielleicht finde ich sie. Fand ich eigentlich ganz cool. Frankfurt-Spieler kommen für Eintrittsgelder auf. Ja, das ist gut. Der routinierte Torhüter Kevin Trapp. Routiniert, naja. Gab auf der offiziellen Vereins-Homepage bekannt, dass die Spieler der Auffassung sind, den mitgereisten Angang im Stich gelassen zu haben und dass sie ihnen für die Kosten für ihre Loyalität erstatten werden wollen. Wollen werden, egal. Ja, richtig. Hat er gut gemacht. So, und wir hoffen jetzt einfach mal, dass dieses Spiel ein bisschen besser verläuft. Das werden wir aber gleich sehen. Ja, wir haben halt auch jetzt einige Spieler dabei, die null Spielpraxis haben, aber ich kann es nicht ändern. Müssen wir es nehmen, wie es kommt. Wir von allen heute eine deutliche Leistungssteigerung sehen, das ist richtig. Mutombo hat auch schon ewig nicht mehr gespielt. Schön dazwischen gegangen von Götze. Oh. Ah, es sah aber ein bisschen nach Abseits aus. Na super. Ah, es aber wie Sau sieht nicht. Geht ja schon wieder gut los hier. Oh je, ehrlich. Das ist echt nicht gut.
Oh Mann. Ja, das ist keine Spielpraxis. Was? Ey, wie lange würde er dann noch weiterlaufen lassen? Nein, gut. Okay. Ist so, wie es ist. Was ist mit dem los? Ist ängstlich. Oh Gott, dann geh nach Hause, Junge. Oh, das ist einfach zu schlecht. Das ist wirklich schlecht. Oh. Mann, Mann, Mann. Aber auch was Carlos Fernandes so die ganze Zeit zeigt, nicht jetzt in der Situation, auch vorhin, ist mir schon aufgefallen. Es ist teilweise wirklich Arbeitsverweigerung, ey. Der geht in keinen Zweikampf rein, nichts, der guckt nur zu. Deswegen werde ich jetzt hier auch mal ein bisschen was ändern. Gleich. Auch Lindström ist jetzt das zweite Spiel in Folge, wo er nicht so gut spielt. Vielleicht geht es da auch eher ins Tief. Es war auch wohl ein super Pass von Rocke, nur Lindström läuft halt einfach nicht hin. Also. Ihn jetzt auch raus, weil ich habe jetzt noch so ein bisschen genug gesehen von ihm. Ja, es wird doch langsam.
Hey, Tuta, mach den Ausgleich. So, 70. Minute, jetzt wird einmal komplett durchgewechselt. Ich habe nur noch ein Wechselfenster übrig. Deswegen kommt Rode jetzt einmal. Dika ist auch schon müde, aber Tuta hat gelb. Dika geht mal runter jetzt. Der Stach, der muss auch irgendwann mal wieder spielen. Schröder spielt eigentlich auch ganz gut. Da habe ich mich verzählt. Okay, ja, kann sein. Ja, kommt hin, tatsächlich. Das passt. Dachte ich hätte noch einen, egal. Oh, schön. Sie sind jetzt definitiv besser im Spiel auch drin. Nach der Halbzeit. Ja, sehr guter Doppelpack. Mensch. Respekt. Götze wird gleich selbstgefällig, ne? Oh. Wenn ich sowas sehe, ne? Ich, da könnte ich den Spieler entlassen. Wie kann Trapp so ein Beispiel? Egal, ob es aberkannt wird oder nicht, der darf niemals von da oben den Ball hier so runterhauen, wenn hier noch alles frei ist. Meine Güte, ey. Mehr Glück als Verstand hier. Gut aufgepasst von Schröder. Das gibt eine Konterchance. Ey, hätte er den jetzt daneben gesenkt, ne? Boah. 3-1. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Na, geht's doch halbwegs positiv in die Winterpause. Gut aufgepasst von Stach. Ah, der war ein bisschen zu weit. Stach gewinnt das Kopfballduell wieder, das ist sehr gut. Oh, hier ist noch Platz in der Mitte. Ah, ja, oder so, in die Mitte geht auch. Also erste Halbzeit war echt nicht gut. Zweite Halbzeit war deutlich besser bei uns.
Ja, nach innen, super. Und nochmal, ja. Ah, was? Schade. Das wäre so schön geworden. Ah, stand, glaube ich, jemand dann im Abseits. Ali hätte jetzt ein bisschen Platz, na wohl, obwohl. Ja, hier sieht man dann wirklich, ab Halbzeit ging es dann etwas aufwärts. Da haben wir gute Arbeit drin geleistet. Aber die erste Halbzeit fand ich echt nicht gut. Das war wieder so ein bisschen Null-Einsatz. Ja, was mir halt so ein bisschen Sorge bereitet, ist die rechte Abwehrseite. Weil wir da gucken müssen, wie wir das machen. Auch daher es jetzt so ist, dass wir dass Gazibegovic jetzt schon öfters und schon länger Sorgen macht. Ja, da müssten wir halt mal schauen. Ihn finde ich ganz interessant hier. Wenn man bedenkt, Rode wird irgendwann nicht mehr so gut sein. Und er war, glaube ich, einer für die Defensive eher, jawohl. Ah, links passabel. Dürfen wir halt auch nicht vergessen, wir haben So noch. Ihn gleich daneben zu stellen, das wäre halt auch doof. Zumal Anton Stach die Position auch spielen kann. Daichi Kamada, die defensivere Variante, ist jetzt nicht so geil, auch Götze nicht. Und eher die für die Offensive. Na gut. Somit sind wir jetzt erstmal für die Hinrunde an Spielen durch. Wir machen einmal einen kleinen Überblick. Bayern ist noch 6 Punkte vor Borussia Dortmund. Haben aber noch ein Spiel offen, was jetzt kommt. Wie gesagt, jetzt geht so ein bisschen das los, was wir in der letzten Saison eigentlich nicht gemacht haben. Da habe ich das ja übersprungen. Heute aber, daher es eine Jubiläumsfolge ist, nehme ich euch da mal so ein bisschen zumindest mit. Und wir gucken mal an, was so an Transfers so geht und unterwegs ist. Übrigens hatte ich ja in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich es versäumt habe, irgendwie die Nachricht versäumt habe mit dem Partnerverein. Dem war nicht so. Ich hatte jetzt vor kurzem die Mail bekommen. Mit den Vorschlägen und musste allerdings alle ablehnen, weil das alles nur Oberliga war und ein Regionalligist dabei war und ich dummerweise diesen Spielstand angefangen habe, wo ich noch keinen Patch hatte zu den unteren Ligen. Das heißt, hier geht es immer nur bis maximal zur dritten Liga. Alles andere ist ja existent, aber nicht wirklich da, sagen wir es mal so. Und um den richtigen Spielrhythmus zu kriegen, brauchen die Leute halt auch eine Liga, die hier so richtig voll simuliert wird. Ja. Und daher, musste ich leider alles ablehnen.
werde das dann später auch nochmal probieren. Irgendwann ist dann sicherlich auch mal wieder ein Zweit- oder Drittliga-Verein dabei. Lustig war, das letzte Mal hatte ich zwei Zweitliga-Vereine mit dabei. Das ist ein bisschen schade, dass ich jetzt gar keinen hatte. Und ja. Ja, des Weiteren könnt ihr die Tabelle halt leider selber verfolgen. Wir sind leider wirklich nur auf Platz 6 jetzt. Wir haben in der Rückrunde auf jeden Fall noch einiges vor uns. Das Ziel, würde ich schon sagen, ist wieder Platz 4. Ich gehe ein bisschen aus BVB-Sicht daran. Mindestziel ist immer Champions League. Und da sollten wir eigentlich auch landen. Nur was mir halt wirklich ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist der rechte Verteidiger. Mutombo kann das nicht durchweg als Rotationsspieler machen. Er ist halt einfach ein Ergänzungsspieler. Und eigentlich dazu auch noch ein offensiverer. ja. Und mit Gazibegovic, ganz ehrlich, das fand ich echt mies. Und von daher kann es durchaus sein, dass wir ihn sogar abgeben werden. Hätte ich so nicht gedacht, weil ich finde den als Spieler echt nicht schlecht. Aber er funktioniert halt absolut nicht. Also das, ich meine jetzt, das funktioniert halt so nicht. Weil er kriegt dadurch immer wieder schlechte Moral, macht dadurch schlechte Spiele. Und auch, ja, das ist nicht so geil. Er ist beidfüßig, ich meine, das ist eigentlich ein super Spieler. Aber ich lasse mich halt nicht auch oft nicht so doll auf der Nase rumtanzen, ne? Muss man mal so sagen. Das Problem ist halt, auf rechts habe ich auch keine wirkliche Alternative. Auch nicht so ein bisschen auf Transfersseite. Ich könnte mal in die Auswahlliste schauen, was ich mir da mal so gemerkt habe. Da sieht man schon, dass da nicht so wirklich was ist. Ne? Auf rechts. Bei ihm habe ich wieder angefragt. Er möchte immer noch nicht zu uns. Ich würde ihn echt gerne verpflichten, weil das ist 17 und hat Werte. Das ist Wahnsinn. Mental könnte er noch ein bisschen zulegen, klar, aber boah, das ist eine Bombe hier. Kräftemäßig könnte er noch ein bisschen zulegen, aber ansonsten die Werte, das ist mega für einen Abwehrspieler. Nur er möchte halt nicht zu uns. Vielleicht muss man erst die Champions League gewinnen, damit er zu uns will. Ja. Wenn ihr hier irgendwen Interessantes findet, schreibt es mir ruhig. Wie gesagt, ihn würde ich gerne verpflichten, aber es ist halt so ein Zwiespalt. Er hat gute Werte, hat noch ein übelstes Potenzial und wäre eigentlich auch echt gut. Aber wir haben ja so auf der Position. Und von daher ja, ich würde jetzt auch keinen, würde jetzt ihn auch nicht wirklich zurückstufen wollen. Er hat auch schon 26, das heißt auch schon, hat noch einige Jahre vor sich, ne? Aber sein Backup mit Rode wird halt auch älter, ne? Und da bin ich echt unschlüssig. Ich schätze mal, vielleicht wird er noch 2 Jahre machen, aber dann wird auch, wird es dann auch heißen, Ruhestand. Und dann jemanden zu verpflichten, ihn wieder an die Mannschaft ranzubringen, auch immer ein bisschen tricky. Hier mal so ein bisschen wieder meine Ordnung rein. Wie gesagt, für alle, die nur die Spiele sehen wollen,
Jetzt wird es erstmal so ein bisschen ruhiger hier mit Spielen. Jetzt kommt mal so ein bisschen Planung hier rein. Planung, soweit wie man es als Planung nennen kann, ne? Touré sollte auch wieder fit sein zur Rückrunde. Bin ich der Meinung. 2 Wochen. Auf Götze möchte ich eigentlich auch jetzt wieder ein bisschen mehr setzen. Genauso wie auf Kamada, dass die ein bisschen Spielpraxis kriegen. Apropos Spielpraxis, wir sollten vielleicht auch in der Pause ein paar Freundschaftsspiele mal machen. Testspiele. Wobei es eigentlich. Hier gibt es keine. Wo machen wir? Damit wir ein bisschen wieder Matchpraxis reinkriegen. Auch wenn ich die mal voll simulieren lasse vom Co-Trainer, aber trotzdem. So, und daher die doch ziemlich angeschlagen sind vom Selbstbewusstsein her, werde ich mal eine geringere Reputation nehmen. Und quasi verlobst. Ayako zum Beispiel. Tätigen. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir sonntags nochmal ran. Und dann haben wir hier nochmal ein bisschen Erholungsphase. Partnervereine. Heidenheim. Ah, komm, was soll's. Oder? Nee, doch nicht. Ja, ey, Nürnberg können wir doch nehmen, oder? Nehmen wir mal Halle. So. Haben wir hier so ein bisschen was, wo die Leute ein bisschen Spielpraxis erlangen können. Heißt auch, ich werde jetzt mal ein paar aufstellen, die dann. Na gut, Touré wird dann noch nicht fit sein. Weiß gar nicht, wie oft nutzt ihr eigentlich den Kaderplaner? Also ich habe es anfangs immer mal so ein bisschen genutzt, aber. Irgendwie mittlerweile gar nicht mehr. Ich wollte hier hin. Hab ein bisschen verwirrt. So, haben wir alle mal ein bisschen einsetzen, die keine Spielpraxis haben. Ja, Fenio braucht jetzt nicht unbedingt Spielpraxis. Dem würde ich ja gerne verleihen. Smolcic darf auf links ran. Rocker hat mich jetzt eigentlich in seinen Spielen mehr überzeugt als Orge. Tatsächlich. Und wird vielleicht auch ein bisschen mehr Spielpraxis jetzt bekommen. Nee, Schäfer möchte ich auch verleihen. Ali Du, wie sieht es bei ihm eigentlich aus? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ali, du hast auch volle Spielpraxis, okay. Rode darf eigentlich mal ein paar bisschen Spielpraxis sammeln. Ali auf jeden Fall. Und oh. Dann werden wir mal gucken, dass wir die verliehen kriegen. Aber wie sieht es denn eigentlich bei Heidenheim auf der linken Seite aus? Mal gucken. Irgendwo konnte ich die doch mal einsehen. Partnervereine. Ja, Partnervereine. Ja, und das waren wie gesagt die. Ach so. Okay, ich dachte, sie wären noch da. So, Waldhof Mannheim haben wir natürlich auch in der dritten Liga. Ah, okay, da kann ich aber nichts hinverleihen. Natürlich auch doof. Jetzt brauche ich die dann. Na egal. Atlanta in der Serie A.
Gegenseitig nutzen, ja, toll. Haha. Das sind so Sachen, ne? Warum? Auch das. Weg. Habe ich mich jetzt eigentlich noch gar nicht so beschäftigt. Eigentlich könnten wir auch weiter auf Mannheim rausnehmen. Ich lasse es mal drin. Und Heidenheim. So. Da würde ich gerne mal jetzt auf den Kader gucken. Was? So, linke Seite. Er kann links spielen. Er kann links spielen. War alles nicht so berauschende Spieler, oder? Er kann denn noch links spielen bei denen? Na doch, haben Niklas Beste. Oh. Das ist natürlich schon etwas besser. Also für die Verhältnisse. Hey, die sind echt links gar nicht so schlecht besetzt, ne? Er bringt mir dann auch nichts. Ich werde ihn jetzt erstmal allgemein anbieten. Ich werde die ganzen Leute, die ich jetzt verleihen möchte, erstmal allgemein irgendwie anbieten und dann sehen, wo es Angebote gibt und wo es keine gibt. Ich muss mich hier manchmal in diesen Reitern immer zurechtfinden und suchen. Ah, Verein anbieten. Und zwar mache ich das Leihgebot-Angebot jetzt auch wirklich komplett ohne irgendwelche großartigen Gebühren oder so. Werde ja dann sehen, ob da irgendwas kommt. Bis zum Ende der Saison, möglichst Stammspieler. Und dann biete ich die ganzen mal an. Zack. Oh. Es sollten schon überall Stammspieler sein, weil sonst bringt es nichts, die Entwicklung. Oh, bop, bop, bop. Ja, Junior Wusi. Zeit noch verletzen, da werde ich, glaube ich, überhaupt kein Angebot kriegen. Aber wir schauen mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Ist auch geil, dass ich das jetzt mache. Jetzt werde ich sowieso keine Angebote kriegen, weil es noch kein Transferfenster offen. Okay, ich mache es trotzdem mal. Nachher mache ich es bestimmt nochmal. Zwickau. Ah, wäre auch nur Rotationsspieler dort, das ist auch Kacke. Er wäre aber auch, glaube ich, nur Rotationsspieler bei Heidenheim, das ist halt auch das Problem. Da haben sie schon einen Leihspieler. Ah, deswegen wahrscheinlich. Ich glaube, da warte ich noch. Ich weiß nämlich, wenn ich jetzt verhandle und das irgendwie auf Stammspieler hochkriege, dann wird er trotzdem nur so spielen, wie die es wollen. Und das könnte dann trotzdem Rotationsspieler sein und dann gibt es wieder Ärger. Da muss ich mich wieder ärgern mit dem Trainer und da habe ich auch keinen Bock drauf. Warum kann ich diese Angebote eigentlich nie schieben?
Aber was war denn eigentlich das andere? Ach so. Ja, ich hoffe, ich krieg die jetzt mal verliehen, ey. Sonst muss ich weinen. Das wollt ihr nicht sehen. Oder hören. So, mal kurz was trinken. Ist nämlich ganz schön warm draußen. Spektakel in der Allianz Arena. Wow, 8-0. Oha. Ah, das war. Das ist schon ein großer Abstand, ne, hier. Krass, da ging Stuttgart echt nicht gut, ne? Ja, das meinte ich halt. Die gehen jetzt auf Stammspieler ein, er wird aber nicht Stammspieler spielen. Das ist das Problem. Ich würde es jetzt trotzdem mal annehmen. Zwickau spielt aktuell in der zweiten Liga. Neunter stehen gar nicht so schlecht da. Durchschnittliche Trainingseinrichtung. Ist auch scheiße. Ach Mann. Das sind so die Entscheidungen, die ich immer hasse. Das kann nämlich im schlimmsten Fall auch ein verlorenes Jahr sein. Wie sieht es denn bei Heidenheim aus, wenn ich die bei Heidenheim jetzt anbieten würde? Ich habe das noch gar nicht zugesagt. Das ist ja doof. Ach hier. Ich kann das Angebot hier doch verschieben. Dann machen wir das nochmal. Oder wenn ich das jetzt verschoben habe, ne? Okay. Check ich jetzt nicht so ganz, aber. Achso, ich wollte ja noch mal kurz zu Heidenheim gucken. Ups. Glaube, die haben nämlich bessere Einrichtungen. Oh, war schon deutlich besser. Naja, wir warten mal ab. Vielleicht tut sich ja da noch was. Wir zumindest jetzt einmal warten, bis wir den 1. Januar haben. Dann biete ich es nochmal alle an und dann werde ich eine Entscheidung fällen, wenn ich sie alle nach Heidenheim verschiebe. Bin ja eigentlich irgendwann mal sagen, nee, ist nicht, wir wollen keine Spieler mehr. Der Kader geht in den Urlaub. Ja, sehr schön, will ich auch. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal wieder ein bisschen die ganzen Ladezeiten überspringen und rausschneiden und wir sehen uns gleich wieder, wenn es der 1. Januar ist. Ja, so machen wir das. Ja, dieser, das ist, oh, dieses.
Laden hier, ey. So, da sind wir also wieder. 1. Januar ist jetzt. Und ich würde sagen, das schauen wir uns noch an, wie die Angebote reinkommen. Denn ich habe jetzt gerade mal geschaut, ich nehme jetzt auch schon 2 Stunden lang auf. Sicherlich, wenn ich die Pausen rausschneide mit den Ladezeiten, wird es deutlich kürzer. Aber es ist schon ordentlich gerade. Soll ja auch nicht zu lang werden für euch. Wir werden uns das auf jeden Fall jetzt nochmal angucken, was so bei rumkommt, bei den ganzen Laien. Und dann denke ich mir mal, werden wir für heute den Laden dicht machen. Aha, was soll das? Das ist gut, es wäre verkraftbar, aber es wäre nicht so schön. Na gut, wir würden aber dadurch ordentlich was an Geld reinkriegen, glaube ich. Mal sehen. Weil, so wie ich die Spieler kenne, wenn ein Angebot reinkommt, sind sie weg. Sonst machen sie Stress. Ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwas zu beantworten. Oh, okay. So. Dann würde ich mal schauen. Steht hier irgendwo mein Kontostand? Ja. Aber ich übersehe es vielleicht gerade nur. Guck mal hier, wie viel ich eigentlich zur Verfügung habe, wenn ich jetzt irgendwie Transfers tätigen würde. Also Gehaltsbudget bin ich ganz gut drin. Transferbudget haben wir noch 13 Millionen. Das klingt jetzt erstmal viel, ne? Ist dann aber am Ende vielleicht gar nichts. So. Schröder musste ich jetzt nochmal irgendwas ausverhandeln, sonst hätte ich das nicht bis zum 1. geschafft. Sonst hätte ich absagen müssen. Aber vielleicht sagen die jetzt auch schon von alleine ab. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal alle anbieten zur Leihe, die ich zur Leihe haben möchte. Und ich musste einen leider zurückrufen, nämlich. Wie hieß er? Mladenovic? Mladenovic, irgendwie so? Mladenovic, ja. Den muss ich von Heidenheim zurückrufen, weil er insgesamt 2 Startelf-Einsätze hatte. Dann nochmal ein paar Mal eingewechselt wurde, aber dann auch überhaupt nicht mehr. Und da habe ich jetzt die Info gekriegt, dass der nicht als Rotationsspieler angesehen wird, sondern als nicht benötigt. Deswegen habe ich ihn zurückgerufen und werde ihn jetzt mal anbieten. Weil das ist nämlich so die Befürchtung, die ich bei Schröder habe, dass sowas eintrifft. Und das wäre komplett der Rückrundenkiller für ihn. Und auch ein kleiner Entwicklungskiller dann, ne? Das möchte ich halt gern vermeiden. Vereine anbieten. Dann Leihangebot. Und möglichst Stammspieler. Da sollte ich es bei ihm auswählen. Ist halt wirklich schon echt gut. Ist nicht so schlecht, der Spieler. Oder doch Rotationsspieler. Oder ich gebe einfach mal gar nichts an und gucke mal, was reinkommt. Mache ich jetzt auch bei allen so. So, dann geht's weiter. Schröder wird nochmal angeboten. Ich mal den passenden Button schon gleich finden würde. Ey. Na, ich hätte jetzt bei ihm hätte ich es auf Stammspieler ruhig machen können. Egal. Wie läuft es bei ihm eigentlich? Eigentlich gar nicht so schlecht. Aber warum hat er nur 13 Einsätze? Aber er hat wenigstens Einsätze. War sogar im DFB-Pokal drin. Also bei ihm sieht es recht gut aus. Tatsächlich. Ach so, und es gab wieder. Also ich habe jetzt die ganzen Verträge, die jetzt aktuell auslaufen, habe ich mal verlängert. Bei. Wo ist er denn? Wo ist er? Bei Halstenberg war es super. Der kriegt sogar jetzt weniger Geld und war total happy damit. Geil. Ist auch Rotationsspieler, also von daher. Rotationsspieler geblieben, alles gut.
Bei Jens Gral war das nicht ganz so einfach, beziehungsweise er wird uns verlassen, Jens Gral. Denn er wollte, dass das Dreifache des jetzigen Gehaltes, und da denke ich mir, ey, er ist 25 Jahre alt, der ist Ersatztorhüter. Und von daher, daher wir jetzt auch keine Ablöse mehr kriegen, deswegen muss ich unbedingt schauen, dass ich das fürs nächste Jahr dann mal drüber schaue, dass uns da keine Ablöse entgeht, wird er wechseln. Ich meine, ich hätte bestimmt sowieso für einen Torhüter 25 Jahre, 35 Jahre ist keine Ablöse mehr gekriegt. Aber ja, müssen wir mal gucken. Wie läuft es bei ihm mit den Einsätzen? Eigentlich auch soweit ganz gut. Sieht schon mal gut aus. Dombia sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Der ist ja aber in Duisburg. Aber seine Note ist echt nicht gut. Kommt halt auch immer darauf an, wie der Verein jetzt so eine Phase hat. Und ob er damit hochgezogen wird oder mit runtergezogen wird. Kovac ist, glaube ich, auch in Duisburg. Ja, hatte aber nur 3 Startelf-Einsätze. Natürlich nicht so viel, ne? Aber ich glaube, er war auch verletzt gewesen. Ich glaube, er war auch länger verletzt. Gucken wir mal. Kriegen wir doch raus. Haha. Hier war Kovac auf jeden Fall wieder drin. Hier auch. Hier auch als Einwechselspieler. Hier nicht. Weiß nicht, es kann sein, dass das die Phase war, wo er auch verletzt war. Er war auf jeden Fall mal verletzt, das weiß ich. Es ist aber jetzt nicht mehr ganz genau, tatsächlich. Auf jeden Fall wird er immer noch eingesetzt, alles gut. Auch Dumbia, aber der hat wirklich, ey, das ist echt nicht gut, ne? Gut, hier war er ein bisschen besser. Ja, auch. Hier wieder nicht. Hier geht's so. Ja. Müssen wir mal gucken, ne? Ja, so. Wir machen jetzt erstmal weiter mit den Laien. Und zwar mit den Laien, die wir verleihen möchten. Mutombo bleibt als Backup. Und dann geht's weiter mit Awusi. Den würde ich halt wirklich gerne verleihen. Makai werde ich wohl schwer verliehen kriegen. Schäfer muss noch verliehen werden. Ich werde tatsächlich jetzt keine Einsatzzeiten mehr mit reinpacken. Selbst wenn ich nur als Rotationsspieler dann hier und da mal ein paar loswerde. Immer noch besser, als wenn sie bei mir auf der Bank versauern oder gar nicht im Kader sind. So, zack. So, wenn ich jetzt keinen übersehen habe, dürfte es das gewesen sein. Ja. Achso, das ist der ablösefreie Transfer für den guten Jungen. In der zweiten Mannschaft und in der Jugend laufen halt auch einige Verträge aus, aber das sind alles Leute, die jetzt ja nicht wirklich eine Rolle spielen in meinen Planungen, also überhaupt nicht. Was? Heidenheim fragt wegen einer Laie an. Auch wieder als Rotationsspieler, will ich mich verarschen?
doch überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nein, ablehnen. Ich werd sie nicht los, ne? Ich werd sie einfach nicht los. So, na dann. Dann müssen sie jetzt wohl zu Heidenheim. Hat vorgeschlagen, dass Schäfer seine Leier im Kampf um einen Platz in der Startelf mitmischt. Das klingt doch schon mal gut. Das klingt doch schon mal gut. Die müssen jetzt allerdings alle dahin. Nützt nix. Ja, der sich durchsetzt, der setzt sich dann halt durch, ne? Oh, der ist aber ganz schlecht. Aber gut, ich habe keine andere Wahl, ne? Ich habe keine andere Wahl. Keiner möchte den sonst ausleihen. Gerade auf seiner Position sind wir so gut besetzt, dass ich nicht mehr sagen könnte, gut, dann kriegt er bei uns eine Chance, ne? Aber er kriegt auch nur für 2 oder 3 Spiele meine Chance, wenn er irgendwie mal reingeworfen wird. Bringt nichts. Das bringt nichts. Ist halt so. Genauso wie Fenjö. Ja, ist mir egal. Ich würde es mir am liebsten auch nicht durchlesen, ey. So. Vielleicht rutschen sie ja mal durch Zufall irgendwie in die Mannschaft und spielen sich fest. So, und bei Schröder warte ich jetzt erstmal noch mal ein bisschen ab. So, Mladenovic. Na gut, dann bleibt eigentlich nur Heidenheim. Ach, egal. Es ist irgendwie ein bisschen mehr Angebot, hätte ich schon gerne gehabt. Problem ist halt, dass wir hier die Regionalliga noch nicht drin haben. Das ist so ein bisschen nervig. Na gut. Dann würde ich sagen, daher sich ja jetzt die Laien mehr oder weniger jetzt erledigt haben, bis auf Schröder halt natürlich noch, da warte ich auch noch auf die Antwort von Zwickau. Mal gucken, vielleicht kommt sie ja jetzt gleich. Aber ja, gucken wir mal gleich mal. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt einen Cut. Geht ja heute auch schon lang genug. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Diese wird dann auch wieder ganz normal erscheinen. Und ja. Dann hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Heute mal ein bisschen länger zur 50. Folge. Und dann bis zum nächsten Mal.